Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Hearthstone. Ja, es ist endlich wieder soweit, liebe Leute. Ich kann wieder aufnehmen mit Facecam, mit Rahmen, mit allem drum und dran. Und wir spielen heute weiter in der Arena, die wir ja im Stream angefangen haben. Mit dem Warlock, wenn ich es richtig weiß. Es ist doch schon ein bisschen her. Ich meine, es ist jetzt fast eine Woche tatsächlich zu dem Aufnahmezeitpunkt von jetzt. Und ja, wir spielen ein bisschen Arena. 4:2 steht es gerade. Das heißt, wir können hier vielleicht noch einen Win rausholen. Es wäre sehr, sehr schön, wenn wir auf 5 gehen würden. Dann würden wir auf jeden Fall safe unsere Investitionen hier von den 150 Gold wieder reinbekommen. Schauen wir einfach mal, wie wir das hier jetzt hinkriegen. Ja, tatsächlich hört ihr da, eigentlich noch so, dass ich ein bisschen immer noch angeschlagen bin. Meine Nase ist ein bisschen dicht immer noch und deswegen klingt auch meine Stimme ein bisschen komisch. Aber ich hoffe, euch stört es nicht, weil es geht gerade wieder sehr, sehr steil bergauf, liebe Leute. Es muss ja jetzt tatsächlich auch, weil jetzt wird ziemlich, komm ich in die spannende Phase hier. Der nächste Monat ist tatsächlich für mich komplett Prüfungsphase und da muss ich ja pushen, Leute. Da muss ich auf jeden Fall wirklich pushen. Deswegen wird auch in nächster Zeit ein bisschen vorproduziert jetzt erstmal. Und dann... Dann, liebe Leute, geht's normal weiter. Dann wird's, sobald meine Prüfungen um sind, Leute, dann geht's ab, kann ich euch sagen. Dann geht's richtig hart ab auf dem Kanal. Und da freue ich mich schon tierisch drauf. Wir werden neue Projekte starten. Da wird's neuen Content in anderer Weise tatsächlich mal geben. Ich will das aber noch nicht spoilern. Da habe ich auf jeden Fall schon einiges vorbereitet, Leute. Und ich hoffe, ihr freut euch da tatsächlich drauf. Ich weiß, dass jetzt in den letzten Tagen einiges ausgefallen ist. Das tut mir auch auf jeden Fall sehr leid. Aber da kann man halt manchmal nichts machen. Wie gesagt, das ist halt alles krankheitsbedingt und das ist halt einfach sehr, sehr dumm gelaufen. Deswegen bin ich froh, dass es mir jetzt wieder so gut geht. Okay, da kommt der Buff. Oh, Mark of the Wild. Alter, schade, das ist nicht schlecht. Dumm nur, dass du dich nicht weiter healen kannst, ne? Ja, er kommt aber durch unseren... Doch, er kommt durch unseren Stonehold Defender leider durch. Werden wir aber riskieren, oder werden wir es riskieren? Ja, wir werden es riskieren. Und wenn er hier was ausspielt und nicht die Hero Ability nutzt. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir spielen jetzt im nächsten Zug sowas wie Zenshin. Und dann Infinite plus den Dude. Und dann Sunwalker. Oder wir spielen im nächsten Zug Gastroport plus Infinite. Und auf Turn 5 dann den Wildlands Adventure. Tatsächlich gefällt mir der andere Plan ein bisschen besser. Der stagniert bis stärker ins Late Game ran. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr positive Sache. Weil ich halt einfach denke, genau, er wird hier was ausspielen. Okay, Pläne ändern sich, Leute. Wir können ihn auf jeden Fall nicht auf dem Board lassen. Das wäre viel, viel, viel zu stark, wenn er sich jetzt hier eine Karte discovern dürfte. Deswegen müssen wir das leider hier an dieser Stelle Hellfiren. Diese Discover-Ding ist einfach super strong, wenn das einfach durchgeht, Leute. Okay, er ist scheinbar mit seiner Hand unzufrieden. Zieht dann jetzt hier seine Anzahl an Karten. Und wir haben den Gastroport tatsächlich getopdeckt. Turn 5. Ja, gucken, dass wir hier mal eine schöne Hand, schöne Karte hier rauskriegen. Molten Giant. Tatsächlich ist der Molten Giant ja eine Karte, die im Warlock früher sehr, sehr viel Play gesehen hat. Der alte Warlock früher bestand ja eigentlich größtenteils daraus von wegen, hey, ich hau mir aufs, oder besser gesagt, ich live-tap mir einfach aufs Maul. Und schlussendlich läuft es dann darauf raus, dass ich zwei fette Molten Giants für null rausspiele, dazu dann noch irgendwie ein Ding drauf haue, hier einen Defender of Argus und den Gegner damit ultimativ punische. War eine sehr, 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 sehr gute Combo damals zu dem Zeitpunkt, muss man einfach sagen. Okay, was machen wir jetzt? Er hat sehr, sehr viele Buffs auch auf jeden Fall. Mark of the Wild ist in der Arena gar nicht so schlecht, wie ich immer gedacht habe, ehrlich gesagt. Er wird halt auf jeden Fall, müsste er hier einen Doppeltrade machen. Hier müsste er nur mit seinem 6-5 reingehen. Das wäre aber für uns tatsächlich nicht die Problematik, weil wir können dadurch weitere Sachen rausspielen. Ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwelche Spells nicht vielleicht hat. Ich möchte nämlich hier mal einen Firefly und den Murloc rausspielen. Weil der Infinite Murloc ist ja unsere Win Condition, wie ihr wisst, Leute. Ich habe schon gesehen, im Discord hat irgendjemand gepostet, dass er irgendwie viermal den Infinite Murloc gedraftet hat. Finde ich super cool, wenn ihr sowas macht, Leute. Es freut mich immer, wenn ihr den Discord benutzt, um irgendwas Lustiges hier zu zeigen und so. Das ist einfach toll. Und um auch noch ein bisschen auf die... Oh, shit. Der Typ ist nicht so cool. Um auch nochmal hier so ein bisschen auf die Kommentare einzugehen, die ich in letzter Zeit gekriegt habe, weil das tatsächlich sehr, sehr wichtig ist von wegen, hey, gute Besserung, Scroll und alles mögliche. Erstmal vielen, vielen Dank an diese ganz gute Besserung. Das wünsche ich. Ich werde auch auf jeden Fall jetzt dann bald wieder auf die Kommentare hier eingehen. Es ist doch schon ganz wichtig eigentlich. Jetzt gucken wir mal, wie können wir das spielen? Lass mich kurz überlegen. Wir können hier 1, 2, 3 machen. Den Doomgod müssten wir halt dann reinsetzen. Wäre natürlich nicht so geil. Wir könnten aber killen und dann den Gastroport rausspielen.
So, zack, zack. Board ist geklärt. Wir spielen den Gastropod raus. Live-Tabben mal. Du gehst um eins runter. Wir spielen den raus. End Turn. Ja, auf jeden Fall wollte ich mich ganz recht herzlich bedanken und noch einen liebevollen Kommentar hier beantworten. Und zwar sieht es nämlich so aus, dass geheißen hat, hey, ich wäre ja in letzter Zeit ein bisschen öfters krank. Das stimmt tatsächlich. Stimme ich demjenigen vollkommen zu. Ich muss jetzt gerade, ich kann jetzt tatsächlich mal ganz kurz hier gucken. Ich glaube, es war Seven Deadly Sins, wenn ich es recht im Kopf habe. Aber ich möchte hier jetzt natürlich nichts Falsches sagen. Erstens mal Dankeschön für deine Sorge. Das ist überaus nett von dir. Aber du musst dir tatsächlich hier in der Richtung keine Sorgen oder sowas machen. Also ich werde schon überleben irgendwie. Death Rattle im... Er kann halt gute Death Rattles haben. Komm, Hoffnung. Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Please, nothing good. Tatsächlich haben wir eigentlich nur gute Sachen auf der Hand. Das ist schon teuer, ey, aber ich glaube, es ist auch worth tatsächlich. Ich glaube, es ist auch wirklich worth. Er hat halt echt wenig Karten. So, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, genau, Seven Deadly Sins hat es geschrieben. Erstmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Sorgen. Aber die ist tatsächlich ein bisschen unbegründet, weil ich bin immer jemand, der irgendwie in Stresssituationen, wie jetzt zum Beispiel in Prüfungsnähe, dann doch ein bisschen schneller sich mal einen Schnupfen holt als andere Leute. Und deswegen ist das für mich tatsächlich schon fast ein bisschen natürlich. Was eigentlich echt dumm ist, wenn ich ehrlich bin. Es ist super uncool. Es ist absolut uncool, Leute. Das kann ich euch sagen. Deswegen. Aber man kann halt nichts machen. Das Einzige, was man wirklich machen kann, ist das Ganze dann ausharren. Da hilft auch kein Arzt bei einer Grippe. Der sagt dann halt, du hast eine Grippe und dann war es das wieder. Deswegen ist das mit dem Arztgehen hier auch nicht immer so optimal. Aber wahrscheinlich hast du halt recht. Ja, so ist es, Leute. Okay, er tradet hier, kriegt seine 2-1-1er. Das ist tatsächlich okay für mich. Wir können hier am nächsten Zug... Er hittet Face. Er möchte punishen, sehe ich das richtig? Ah, Zero. Ah, nice. Duskbett, okay. Trade, dann kriegen wir 11 Schaden. Das will ich aber tatsächlich nicht. Oder will ich das? Eigentlich sind mir die 11 Schaden ja noch egal. Ich meine, noch sind mir die 11 Schaden ja relativ Wurst. Okay, er muss auf jeden Fall plus Health kriegen. Und Wind Fury ist doch auch so eine ganz nette Sache. Savage Roar wäre halt tödlich für uns, deswegen healen wir uns an der Stelle auch nochmal. Savage Roar wäre halt tödlich für uns, deswegen muss der Heal hier nochmal her. Ah, Open Summons. Hat er was gedraftet? Okay, Tar Creeper ist auf jeden Fall eine gute Karte, um hier rauszuziehen, Leute. Tar Creeper ist super, super stark. Besonders, da er versucht, hier an dieser Stelle trotzdem die Pressure aufrechtzuhalten. Das ist actually vielleicht nicht die schlechteste, weil wir können ihn hier überleben lassen. Wir haben hier, oh mein Gott, wir haben hier einfach die super guten Plays, Leute. Für null einfach mal den Dude hier rausspielen an dieser Stelle. Silence wäre halt ein bisschen uncool, deswegen müssen wir das anders spielen. Wir können hier 4-8 spielen. 4-8. Und wir spielen auf 9. Dann könnten wir die Duskbed noch zusätzlich spielen. Müssen aber gucken, wie wir traden, weil wir müssen auf jeden Fall traden. Wollen wir ihn silenzen? Das ist halt die wichtige Frage. Ich glaube tatsächlich, wir wollen ihn mehr silenzen als ihn, weil ihn klopfe ich dann einfach um. Silenzen wir nämlich ihn. Spielen den Doomguard, das ist okay. Ah, mein Heal. Ah, mein Heal bleibt da, alles cool. Okay, wie machen wir das jetzt? Das ist irrelevant, die sind von den Stats her gleich. Wir machen das aber so, weil der Doomguard tatsächlich nicht so stark ist wie mein Wind Fury Dude. Und dem hauen wir dann so lange ins Gesicht und haben jetzt ein fettes Board. Ein fettes Board, gegen das er erstmal handeln muss. Engaging TC.
Oh no! Ist okay. Oh Leute, der hat oh nein. Really? Durch den Charger wird er jetzt gewinnen. Okay, er wird nicht gewinnen, aber das hat ihn schon relativ. Das hat uns schon ganz schön knapp ans Limit gebracht, Leute. Und. Puh, ja, da müssen wir ein bisschen aufräumen auf jeden Fall. Ah, das gefällt mir überhaupt nicht eigentlich, dass ich hier jetzt schon wieder so hart traden muss. Aber es ist leider das Einzige, was wir hier machen können. Obwohl die Frage ist halt, kommt er da durch? Ich denke tatsächlich mal nicht, aber wir traden hier trotzdem rein. Ne, wir sind greedy. Er wird keinen Silence haben, Leute. Er wird keinen Silence haben. Ja, ist gut. Aber die Karte wird halt oben aufs Deck gemischt. Das heißt, seine letzte Karte entscheidet hier über das Spiel und wir haben den Sieg rausgeholt. Es war tatsächlich die richtige Entscheidung. Ich meine, Silence ist jetzt nicht das, was man am wenigsten rauskriegt hier tatsächlich aus den... Oh, nice. Gold und Dust. Ist jetzt nicht das, was man am seltensten rauskriegt in der Arena. Aber es ist halt auch nicht das, wo man sagt, okay, man draftet es oftmals. Es ist zwar super, super stark, man muss einfach sagen, es bringt einem was, wenn man halt den Finishing Strike machen will, wenn es irgendwelche starken Mobs sind oder sowas, aber oftmals sind die Silence Dudes halt auch um einige schlechter von den Stats einfach her, als jetzt zum Beispiel hier so ein Doomguard oder sowas, den man auf jeden Fall mitnehmen möchte, oder so ein Siphon Soul. Da, wenn man die zwei einfach auf die Waagschale legt, und die werden sehr, sehr oft auf die Waagschale gelegt, ist halt sehr, sehr wichtig, wie man hier dann das Decision Making macht. Okay, wir spielen gegen Paladin. Weiß gar nicht, haben wir schon gegen Paladin gespielt? Ich oh mein Gott, der Void Lord. Stimmt, wir hatten ja noch einen Void Lord im Deck, Alter. Das Deck war wirklich, ist schon sehr, sehr controllig, möchte ich mal behaupten. Okay, was war das jetzt? Er hat jetzt eine extra, ein Random Spell von seiner Klasse gekriegt. Oh, ist okay. Das ist fein für mich. Sealeth ist jetzt nicht optimal. Ich habe tatsächlich gehofft, dass wir irgendwie einen guten Two-Drop oder sowas noch kriegen. Oh, Scorpiomatic. Ist auch so eine Karte, die ich weiß nicht, die ist in der Arena super, super strong, aber halt sonst einfach absolut scheiße. Obwohl, man kann nicht sagen, dass sie absolut scheiße ist. Es gab tatsächlich Decks, in denen sie gespielt wurde. Ja, naja. Okay, er macht hier den Trade. Das ist sehr, sehr schade. Coint hier noch an dieser Stelle ein Secret raus. Tradet er wirklich? Ne, er geht Face. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Weil dadurch, dass er halt Face gegangen ist, kann ich jetzt hier sagen... Okay, ah, es wird ein Get Down sein, gell? Die Weinschild ist super. Plus 3 Health ist super. End Turn. Fetten Dude auf dem Board auf 4. Kann man mal machen. Tradet hier das Divine Shield weg. Will ihn vielleicht hier irgendwie... Ah, er trades mit seiner Waffe. Er nimmt tatsächlich die 4 Schaden hier an dieser Stelle. Wo ich immer nicht so ganz sagen kann, ob das smart ist oder nicht. Es kommt darauf an, wie er tatsächlich sein Deck gedraftet hat, muss man sagen. Geht er denn jetzt Face? Er wird zum 5-2er leider. Das ist nicht optimal. Müssen wir vielleicht gucken, was wir dagegen machen können. Sentient Shieldmaster. Wir werden auf jeden Fall mal seine Waffe zerstören. Weil so ein Buff kommt mir hier nicht in die Tüte. End Turn. Wir wollen hier nicht angreifen. Wir greifen jetzt gleich mit dem 5-5er an hier an dieser Stelle. Können dann auch hier noch Karten ziehen. Er ist halt super strong, Leute. Er ist einfach super, super strong. Ja, ich vermute halt leider, dass es ein Ding sein wird. Ein Get Down. Also hier ein Noble Sacrifice. Down. Play that dude. Hero ability. Trade. So many possibilities. My shield for Argon. Es ist vielleicht gar nicht die schlechteste Idee hier gewesen, den Defender of Argus rauszuspielen. Ah, oh, die Wandschild ist natürlich strong. Gibt ihnen hier den Vorteil, den Trade zu setzen, ohne dass irgendwas passiert. Kann hier gut rein hitten jetzt.
Ja. Reporting for duty. War schon ganz schön stronger Play, muss ich sagen, ey. Ein ganz schön stronger Play von ihm. Okay, 4 und 3 haben wir leider nicht. Das heißt, wir behalten also unser Board Removal an dieser Stelle. Spielen den Dude raus. Spielen den Sealeth raus. Machen End Turn. Ich möchte tatsächlich hier an dieser Stelle nicht mein Hellfire wegschmeißen, weil er ja rein von der Theorie her nochmal irgendwie was in der Richtung haben könnte. Spike Steed, ja, ist okay. Ein Dude. Wir gehen halt jetzt auf 8 Mana und 8 Mana ist halt so eine Sache, wo man einfach sagen kann, okay, hier wird es jetzt für ihn ein bisschen eklig, weil ab 9 Mana haben wir halt unsere Void Lords. Wir spielen jetzt hier an dieser Stelle mal plus 3, der geht auf 4, wird hier rein traden, wird ihn töten. Ne, wir gehen mal auf die zwei Dudes tatsächlich, aber dass wir Board haben, dass wir ein bisschen uns hier über unsere Minions gerade raushitten können, falls er jetzt hier irgendwie sagt, okay, er tut jetzt mit seinem Dude hier rein trainen, genau. Hat er noch 2, zieht eine Karte nach. Er spielt ziemlich viele One-Health-Minions. Ich glaube, er hat ziemlich aggressiv gedraftet, was ich sehr interessant finde tatsächlich. Aber wir können es also jetzt mal so sagen, wir... Oh mein Gott, das ist gut. Wir haben aber leider keinen 3-Health-Minion. Der hat 6, gell? Hm. If you insist. Auf 3 tickt es auf jeden Fall hoch. Spielen wir hier jetzt Mana-effizienter oder Value-mäßiger? Ich glaube tatsächlich, wir spielen hier ein bisschen auf Value. Oh, Timeline Witness ist natürlich strong. Timeline Witness ist natürlich strong, wenn wir die jetzt gleich auf ein leeres Board legen können. Helm of Wrath ist ein Card Draw, kostet ihn aber 4 Mana. Wir haben keine Secrets, alles cool. Okay, und jetzt wird dieser Zeitpunkt sein, wo wir einfach sagen, okay, wir stecken die Witness hinter unsere Dudes und schauen mal, ob wir das covern dürfen. Weil das wird nämlich der Moment sein, wo das Spiel wahrscheinlich entschieden ist. Entweder wir discovern halt positiv raus, das heißt also, dass wir irgendwie was Cooles rausziehen, wie zum Beispiel unseren Murloc, dass wir endlich ein bisschen Infinite gehen können. Ah, das ist nicht gut. Das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht mag, weil dadurch bufft er sich jetzt seine Dudes. Wir dürfen jetzt discovern. Wir wollen auf jeden Fall ihn hier, weil er ein 7-7er ist. Wir können seine Waffe nicht zerstören. Das hätten wir auch nicht mit dem Discover machen können. Wir hätten Twisting Mantle gehabt. Ne, wir hätten es nicht machen können. Das heißt also, wir haben hier jetzt an dieser Stelle einen 7-7er. Erstmal gucken wir, was wir hier rausziehen. Oh, Sylvanas ist such strong. Er kommt hier nicht durch. Er müsste sich selber 4 Damage machen, um dann hier seinen einzelnen Single Dude hier zu buffen. Oh. Nimmt 7 Damage, das ist halt ultra viel einfach nur.
Sollen wir es probieren, Leute? Komm, was soll der Geiz, oder? Nee, 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 das machen wir noch nicht. Es sind zwei starke Karten, die wir da weggeschmissen haben, aber wir können dadurch wahrscheinlich das Spiel gewinnen. Holy Wrath und 4 Damage. Ja, easy. Ja, easy, hätte ich mal gesagt. Ja. Das ist jetzt nicht schon sein dritter Hammer of Wrath einfach nur? Manche Leute wissen halt auch echt einfach nicht, wann es zu Ende sein sollte. Ich gehöre auch dazu tatsächlich. Sein dritter Hammer of Wrath jetzt einfach schon an dieser Stelle. Sein Deck ist nicht schlecht, Leute. Sein Deck ist wirklich nicht schlecht. Oh, really? Und der Hit ist halt echt strong. Auch wenn er sich auf 1 runtergehittet hat. Oh Gott, ist das sad einfach nur. Haben wir irgendwas, wo wir ihm 1 Damage machen können? Wir haben kein Hellfire mehr. Wir haben kein Silence mehr momentan. Wir können uns so ein Du drüber holen. So, ein Du drüber geholt. Er hat immer noch ein Health, Leute. Ach komm, das kann ja wohl nicht sein hier. 5 Karten, 7 Karten. Das heißt, er geht sogar noch zusätzlich zuerst in Fatigue rein, Leute. Wenn er sich jetzt nicht auf die Schnelle irgendwo ein Heal beschaffen kann, soll das ein GG sein. Ach komm, Taunts. Er hat wirklich ein Heal? Aber er kann nicht mehr angreifen. Das ist halt das Positive. Das heißt, seine Waffe ist jetzt halt einfach absolut unworthy. Ah gut, okay, jetzt kann er wieder angreifen. Ja. Der Dude muss auf jeden Fall weg. So. Jetzt könnte er wieder einmal hitten. Zumindest den Gastroport. Geht aber dann wieder auf 2 runter. Und dann ist halt wieder die Frage. Weil wir haben halt noch einige Sachen im Deck. Wir haben auf jeden Fall noch den Dude, der uns eine Karte auf das Top of unsere Library legt. Wir haben auf jeden Fall noch. Hat er ein Elemental drin? Er hat nicht mal ein Elemental drin. Okay, das ist sad. Das ist wirklich sad. Okay, er riskiert hier tatsächlich den Hit. Noch den weiteren Hit. Er möchte es halt echt wissen, Leute, oder? Er möchte es halt echt einfach wissen. Wie soll ich das denn hier rechtzeitig jetzt noch abgeloadet kriegen, Alter? Okay, könnte interessant werden, wenn er Poisonous kriegt. Dann muss ich es auf jeden Fall wipen, das Board. Okay, muss ich nicht, Gott sei Dank. Bounce? Give a minion at the end of your turn game +1/+1. Alter, ist das eklig. Nee. Ach, nee, 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 so nicht. Nicht mit mir, ey. Your magic shall not save me. So. Komm, jetzt kannst du aber doch nichts mehr machen, oder? I'm almost out of cards. Hat er was gekriegt? Er hat sein eigenes Blessing of Knights.
Oh, well played. Na also, Leute, da gehen wir sogar nochmal mit 2 Wins weiter. Das heißt, wir werden nochmal eine wunderschöne Folge haben, wo wir weiterspielen in der Arena. Steht momentan 7, ne 6. Genau, 6-2. Ist also gar nicht schlecht. Wir werden auf jeden Fall unsere 150 Gold wieder rausbekommen, würde ich so ungefähr mal schätzen. Ich bedanke mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch freut es, dass wieder so ein bisschen normal Hearthstone kommt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Ne, einen wunderschönen Freitag. Samstag? Was ist heute für ein Tag? Ach, wenn man krank ist, Leute, dann ist das halt alles so ein bisschen... Einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch. Und nachher kommt ja vielleicht sogar noch was Spezielles. Mal gucken. Haut rein. Bis denn dann. Tschüss.